Auftrag 7. Mit dem Schlüssel der Leidenschaft. Kehren Sie zum Schlafzimmer zurück, bevor das Licht, das Sie führt, alle Ihre Lebenskraft aufbraucht. Ach ja, die mit zeitbezogenen Quests hatten die das früher irgendwie. Das war früher irgendwie so Standard. Das war bei Donkey Kong 64 schon immer so. Ich will das Zeug haben. Okay. Darf ich jetzt nur nicht verlaufen. So weit war das Schlafzimmer doch gar nicht entfernt. Hallo, ich hasse dich. Gut, da sind wir uns einig. Das war jetzt sinnvoll. Dodgestead. Profi. Die Spinne kann mir gar nicht mehr. Hoffe ich. Wehe, du kommst jetzt nochmal wieder um die Ecke gekrochen. Ich rufe bei Harry Potter an. Und beim Kammerjäger. Am besten bei beidem. Ah, das ist noch viel schlimmer. Au. Was? Ich muss die bekämpfen? Panikknopf. Wo bin ich? Ist hier noch einer oder sind alle tot? Sind alle tot. Gut. Profi! Hust, hust. Wieso lacht's hier noch? Ruhe im Karton. Ist ja anstrengend. Ist hier auch noch hier. Jetzt sag bloß, die Tür ist auch zu, weil ich die Käfer killen muss. Was? Nehme ich halt den Fahrstuhl. Auf geht's. Toll, jetzt liegt eine rote Kugel. Egal. Keiner gesehen. Ich hatte nur für einen kurzen Moment Angst. Ich habe die falsche Tür genommen. Ich ein. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum mein Lebensbalken so im Arsch ist, aber dann ist mir eingefallen, dass ich diesen kack Sonnenschlüssel mit mir rumtrage, der mega heiß ist in meiner Hose. Also in seiner. Hallo Sonne. Das wäre übelst fies, wenn die das Leben weiter abziehen würden, wenn du in dieser Kack-Sprachausgabe bist. Das wäre halt richtig gemein. Dann wärst du halt instant tot. Weil es so lange dauert. Weil du jeden Buchstaben einzeln für dein Gedächtnis lesen musst, damit du ja lernst, wie das Wort geschrieben wird. Das ist wie so ein Diktat. Das ist Psychologie. Also, da haben die Spieleentwickler sich sehr viel bei gedacht. Ein Safe. Nee, eine Tür. Eine Tür, die aussieht wie ein Safe? Okay. 3 Minuten. Abbe. Ey, wir können uns eine neue Fähigkeit kaufen. Machen wir doch glatt mal. Und 2000 Punkte. Okay, dann halt nicht. Lass mich halt nicht in das Levelmenü rein. Ach, jetzt sind wir hier. Oh, das sieht nicht gut aus. Sieht aus wie Boss. Auftrag 8. Rückkehr des legendären Ritters. Och nein. Aktivieren Sie den Mechanismus und flüchten Sie über das Dach. Power up! So, Level 2 Angriff. Ich nehme mal noch eine gelbe Kugel mit. Man kann ja nie wissen. Go! Wieso müssen wir eigentlich flüchten? Ich dachte, wir sind voll der krasse Typ. Warum muss der krasseste Typ von allen immer flüchten? Was ist das für eine Tür? Hallo Feuer. War doch gerade in so einem Menü drin. Oh, easy. Okay. Nimm mal die Tür. Vielleicht ist es der Ausgang. Oh, Grünzeug.
Wir sind wieder außerhalb der Burg. Ist dir mal aufgefallen, dass wir eigentlich die ganze Zeit nur in einem verdreckten Kackschloss rumrennen? Wie man es geschafft hat, damals mehrere Stunden Gameplay nur an einem Ort zu gestalten? Das war typisch. Es brennt. Bist du schon wieder? Miau! Das ist nicht so cool. Die ganze die falschen Tasten. Was ein Feind. Der krasseste Boss, den ich je gesehen habe. Das ist ja pixelig. Kacke. Dante. Lol, das ist eine alte Sequenz aus dem Originalspiel. Das ist nicht aufgewertet worden. Deswegen sieht das so aus. Das ist ja witzig. Endlich ist die scheiß Spinne weg, ey. Die will nur Macht. Jetzt sind wir wieder in Hadi. Jump. Ein Schwert. Dreizack. Reichlich verzierte Dreizack-Gabel, die nicht als Waffe eingesetzt werden kann. Okay, gut, dann ist sie für mich schon gestorben. Alles, was ich nicht als Waffe nutzen kann, ist für mich... Warte mal. Geht was? So Feuer, okay. Okay. Hätte sein können, dass es besser ist. Hopp. Die. Hebel? Es ist ein Hebel, mit dem sich die Zugbrücke hochziehen lässt. Oh! Ich habe Angst. Er ist völlig verrostet. Vielleicht, dass er sich bewegt. Wenn man kräftig nach unten drückt. Dann drück doch! Lag mit einem Schwert drauf, vielleicht hilft's. Ja. Das eiert aber. Eier, die Eier, die Eier, die Eier. Bald ist Ostern. Da passt das. Hä? Falltür. Warte. Es ist die Leiche eines Soldaten, der sich im Schloss verirrt haben muss und an Erschöpfung gestorben ist. Er hält etwas. Granatenwerfer. I'm out. Granatenwerfer. Jetzt wissen wir alle, warum im fünften Teil solche Waffen vorkommen. Die gab es schon im ersten. Ich habe mich schon immer gewundert, warum im fünften Teil auf einmal so kranke Waffen so kommen, so Raketen und allem Scheiß und so. Und jetzt wissen wir es. Kommt alles vom ersten Teil.
können wir jetzt... Was? Warte mal. Das Rätsel haben wir immer noch nicht gelöst mit den drei Teilen. Ach so, nö, wir haben ja den Dreizack. Stimmt. Rein damit. Poseidons Wasser Dreizack. Verstehe nee. Okay, nein. Hä? Ich geh grad auf den Schlauch. Hat es uns jetzt etwa geholfen, dass wir hier rauskommen? Erstens, du schaffst es nicht in der Zeit. Zweitens, hinter dir ist der Weg versperrt. Drittens, wie soll das gehen? Und... Okay. Gott, es geht. Gegen die Wand gelaufen. Hat noch gezählt. Keiner gesehen, dass ich mit Kopf gestoßen habe. Lol, das musst du mal machen? Jetzt läuft's. Ape. Wir sind super. Cool. Nächster Auftrag. Neue Kraft. Öffnen Sie mit der neuen Kraft die Tür. Okay, Level 2 ist das Maximum. Hm. Irgendwie ist das so eine coole Attacke. Dann lieber noch eine gelbe Kugel. Auf, neue Kräfte. Wir kriegen neue Kräfte, Mama. Das wird super. Was? Unser Schatten sieht aus, als würde was hinter uns stehen. Mit dem Löwenkopf. Als Tür. Los. True Story. Schöne Brücke. Tschüss Brücke. Tschüss Schloss. Waren schöne 2 Stunden. 2,5 Stunden. Gott, brauche ich lange für sowas. Waren schöne 2,5 Stunden mit dir. Und dann in... Ona. In den Stein ist eine Nachricht gemeißelt, bei der es sich um eine Geschichte zu handeln scheint. Das Schicksal wartet tief in den Katakomben des Kolosseums. Voll die krasse Geschichte. Ende. Katakomben. Mal sehen, was da auf uns wartet. Ein Boss. Wer hätte das gedacht? Ich weiß immer nicht, was ich einen Granatenwerfer habe. Komm jetzt auf Raketen. What? Die sind da voll mobil. Das ist nicht fair, die sind mobiler als ich.
sind halt aber auch vier. Wieso ist euch das hier so komisch? Fällt mir nicht. Hier sind viel zu viele Türen. Das Dekor weist auch zwei Gegenstände auf, die ganz wie Ritter aussehen. Es hat den Anschein, dass die beiden Ritter etwas in den Händen halten sollten. Darunter ist eine Inschrift eingemeißelt. Leuchtenden Schilde und ein Lanzenpaar werden den Weg zum Schlachtfeld weisen. Okay. Ich habe ein Schild gefunden. Steht das? Auf der Tür ist ein blau schimmerndes Schild, ein Blick. Hier sind ein paar Worte eingemeißelt. Zwei Flammen, die aller Macht widerstehen, werden den Weg öffnen. Sind an. Falsche Richtung. Schade, kann ich anzünden. Okay, müssen wir also erst noch anzünden. Sind wir von hier gekommen? Irgendwie nicht. Die ganzen Leitern irritieren. Wer braucht Leitern, wenn er Walljump hat? Leuchtet? Oh nein, kein Jump-Rätsel. Auf Zeit. Voll mit der Kamera. Jupp, genau deswegen. Auf Zeit. Das ist gar nicht. Normal sind diese Schalter Begrenzung. Lol. War witzig. Okay, wie bin ich jetzt hier hochgekommen? Löffelstern. Cool. Wollen wir nicht mal einkaufen? Eigentlich wollte ich tricksen und gucken, ob ich hier irgendwie auf so eine Plattform komme. Wenn ich Walljumpe. Aber. Ja, wirklich. Kann man nicht ganz. Shortcut. Schon. Auch noch irgendwas zu sein. Hä? War doch gerade oben. Was? Ob. Walljump muss geübt sein, ey. Nimm die Scheißleiter. Nimm sie halt nicht. So, was haben wir hier? Goldene Kugel? Hier gelbe. Ich sag immer golden. Weil sie ihr Gold wert ist. Der Seite kommen wir halt schlecht hoch, weil der die Plattform weiter oben. Hier drüben. Treppe. Ich und Walljumps, dreckiges Stück im roten Mantel, Alter. Beweg dein scheiß Fleisch hintern, bitte mal nach da verpackt oben. Ich kann halt keine Leitern gehen. Ich kann hier drücken, was ich will.
Er nimmt die Leiter nicht. Er jumpt nur. Komm runter. Nichts gesagt. Nett. Überhaupt nicht nervig die Stelle gerade. Wie bin ich jetzt vorhin die ganze Zeit da hochgekommen? Tell me more about it. Ich hätte den normalen Weg. Der auf der anderen Seite ist. Du gehst nicht auf Zeit. Ey. Da würde ich so einen Hals kriegen. Ach ja, ich hatte so ein Walljump, ne? Hat ganz fein. Doch. Warum nicht gleich so? Hier ist eine Inschrift im Sockel. Mein Name ist Ifri. Der Tor, der mich erweckt, wird mit den Flammen der Hölle bezahlt. Klingt aber nicht positiv. Ifrit, ein flammender Handschuh, der seinen Besitzer zusätzlich verleiht. Easy. So, und jetzt? Austesten. Rennt doch gut, oder? Easy. Treffzahl, jetzt nicht mehr. Okay. Müssen wir nicht irgendein Tor hochheben? Och nö. Ich hab die harte Tour. Oh, das ist fies. Fliegt hier einfach so rum.
Aha, Dummheit. Wir haben fast Half-Life. Das war dumm. Ja, es hat mich getroffen. Das ist echt scheiße von dem Vieh. Ist ein Donnervogel? Also ein Laserbird? Mit komischen Fähigkeiten. Wo hat das bitte zuletzt gespeichert? Dodge und Kick ist eine gute Kombo. Ich glaube, das ist einfach nur zum Kugeln fahren. Nicht da oben falten. Also mit Ifrit macht's schon Bock. Wenn man ein bisschen ein paar Kombis sich antut. Wie halt so ein Komet. Leben. Komm schon. Schade. Hätte Leben gebraucht. Menno. Warum? Warum nur? Ich kann leben. Dummheit. Als ob das ein 360-Grad-Teil ist. Kann ich springen? Das war dumm.
Ich bin sogar gesprungen, aber okay. Warte mal. Warte mal. Ich hab da extra einen gekauft. Na gut, da. Das ist dafür. Lol. Fuck. Wie soll man aus der Ecke rauskommen? Ich kam jetzt nicht rausgesprungen. Wie sollte das gedacht sein? Ohne Witz, wie sollte man jetzt aus dieser Ecke rauskommen? Unter Dauerfeuer, wohl bemerkt. Komisch. Hallo, ich hatte gerade schon stehen. Warum sagt mir das keiner? Als ob man den Fähigkeiten noch durchgekriegt hat, obwohl er schon tot war. Blödes Kackvieh. Ja, und jetzt? Ist er tot oder was? Was? Ich verstehe nicht, was mir das gebracht. Geh mal hier rein. Die Tür, ach, die Tür ist von der anderen Seite fest versiegelt. Da bringt mir nichts. Geweihtes Wasser, göttliches Wasser, was alle üble Geister in ihrer Nähe erlösen. Schön. Ein Dämon! Also eigentlich Nephilim ist man ja schon eventuell der heiliges Wasser benutzt. Warum nicht? Wir haben beide Schilder hier. Ich kann aber so null sagen. Auf der einen Seite das Blau schon, auf der anderen Seite das Rot.
Irgendwie so richtig nichtssagend. Bräuchten halt die Schilder und die Speere. Wahrscheinlich. Aber wir müssen ja da unten weiter hier oben. Hat eigentlich gar keinen Sinn, dass wir uns hier noch muss aufhalten, oder? Weil den gibt's ja aber auch nicht. Ach ja, wie spawnt. Ihr seid dämlich. Ich weiß ja auch nicht, wie ich da Feuer anzünden soll. Ich hätte jetzt erstmal kurz einen Moment zum Nachdenken. Ach, come on. Darf ich jetzt nachdenken? Danke. Die Allermacht widerstehen. Ich fühle mich sowas von dumm. Ach, lasst mich doch jetzt einfach. Geht's weiter. Kein Bock mehr auf die Ex-Viecher. Ach nö. Nein. Der Ritter. Na, zum Glück nicht. Oder vielleicht doch? Och nö. Schamanenpuppe. Ich bin auf engstem Raum. Wie viele respawnen davon noch? Man sieht halt sehr viel. Du kannst nix. Wie das fließt er denn da hoch? Down, pull her string. Das darf all gewesen sein. Tja, der Griff des Todes wird mich nicht so schnell kriegen. Hoffe ich. So ein bisschen. Hoffnung darf man haben. Hätte auf dem Dach gucken sollen, ob da noch was ist. Hätte Fahrradkette. Magma-Haken. Feuerstuhl. Hat schon coole Fähigkeiten. Ich hätte mir eigentlich noch hier was gönnen können.
Hätte. Ich doch nur mehr Geld. Warte mal. Will ich kaputt machen? Jo, Tatsache. Weißt du noch? Wieso sieht das hier immer so schön aus und friedlich? Und wieso ist hier ein Friedhof? Hat er mich gerade ernsthaft angezündet? Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Feuer und Feuer so? Blute mal ein bisschen. Ich lass dich hier nicht zum Zuge kommen. Du wirst einfach liegen bleiben. Rotthaufen. Lol, ich hab den Grabstein kaputt gemacht. Du wirst dezent leid. Wow, wie viele sind das bitte? Oh, ich hab mich selber mit weggesprengt. Aber es macht nichts. Wir werden es überleben. Nice. Kommen wir nicht weiter, wenn wir die nicht alle besiegt haben? Muss ich noch dran gewöhnen, dass die Special-Fähigkeiten nur in dem Special-Modus auch verfügbar sind. Die wir die ganze Zeit skillen. Reicht das? Schön. Ist nix. Schade. Da hätte ja was versteckt sein können. Zwei rote Kugeln verwendet. Das wäre knapp geworden, wenn ich noch mehr Zeug gekauft hätte. Wenn ich überhaupt das Geld dazu gehabt hätte. Auftrag gefüllt. Eine halbe Stunde hat es gedauert. Eieiei. Raubvogel. Ja, mein gutes altes D ist wieder da. Auch nicht schlecht. Speichern.